Hey, was geht? Hier ist Crunchy und willkommen zu einer neuen Folge von The Inner World. In der letzten Folge sind wir hier in dem Laden stehen geblieben und ich würde sagen, wir können bestimmt irgendwas mit dem Ei machen. Ich meine, wir haben ja so eine Pickelhaube. Können wir die eigentlich Hacke aufsetzen? Habe ich für dich gemacht. Probier mal an. Okay, die will er nicht. Vielleicht können wir irgendwas machen. Nehmen wir ein Ei. Das Ei ist unverkäuflich. Ja, wir brauchen ja das Fangen den Ball. Wir müssen da ja gewinnen mit dem Dartscheiben. Können wir ein Nest da reinmachen? Kann ich dieses Kranzteil mit diesem Nest hier vertauschen? Ja, mach mal. Sieht ja Yo, nice. Tatsächlich viel besser aus. Den Vierkranzregler kannst du behalten. Hab noch eine ganze Kiste voll. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir das da und das da. Und wir haben Hack. Warte, kann Hack eigentlich das Ei schlüpfen lassen? Ich fürchte, da schlüpft nichts mehr. Ah, okay, schade. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Warte, wir haben ja eine Socke. Oh, und die Socke sieht aus wie die Pfeile. Warte mal. Jo, es geht. Okay. Ein Fallkostüm. Hack, wir brauchen dich. Jo, genau. Ah, du willst dein Glück beim Dart versuchen? Tritt an die weiße Linie. Na, ist sehr gut. Donnerwetter. Mitten ins Schwarze. Gut gemacht, Hack. Hack? Das ist mein Dartspielername. Hack, Zack, Joe. Ich heiße Emils Bruder beim Dart. Sehr kreativ. Hack, Zack, Joe. Befreien wir dich erstmal von dem ganzen Kram. Den Preis hast du dir verdient. Oh, ich habe noch nie einen Preis bekommen. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir das Fang den Ball. Damit können wir, glaube ich, zu Molly gehen. Und das gegen den Hebel eintauschen, weil die wollte was, was sie beschäftigt. Akte geht sich auch, Alter. Wo bin ich nur hingeraten? Ich will mein Geld zurück. So, können wir Molly das Ding geben? Oh, danke. Damit kann ich noch besser Zeit totschlagen. Den Hebel brauche ich nicht mehr. Nice, sehr gut. Okay, trifft sie mal. Ja, nice. Okay, nice, sehr gut. Jetzt haben wir den Hebel. Den brauchen wir, glaube ich, für die Seilbahn. Wir haben noch das Ticket, das Ding. Den Kranz haben wir noch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Seilbahn. Warte, da können wir... Warte, wir schauen uns das mal an. Hier fehlt ein Hebel. Den Hebel haben wir ja. Den benutzen wir mal. Okay, sehr gut. Hier scheint etwas zu fehlen. So kann ich den nicht einstellen.
Ah, der Kranz dann, oder? Okay, sehr gut. Das ist zu klein, um mit bloßem Auge etwas zu erkennen. Okay, wir müssen das hier jetzt vergrößern mit der Linse. Der Hebel zeigt auf das Schiffchen, der Regler nach Nordosten und die beiden mittleren Knöpfe leuchten. Ah, okay. Könnte ich mir stundenlang anschauen. Okay, dann würde ich sagen, wir machen das auf das Schiffchen. Regler auf Nordosten. Norden, Nordosten. Okay, alles leuchtet grün. Windmesser okay. Ballast okay. Einstellung okay. Damit startet man die Seilbahn. Dann würde ich sagen, let's go. Die Seilbahn scheint jetzt zu laufen. Ich sollte Libretta holen und hier verschwinden. Nein, die ganzen Sachen. Wir haben aus zuverlässiger Quelle gehört, dass sich Instrumentennasen in dieser Stadt aufhalten. Es ist Vorsicht geboten. Solange auch nur einer frei herumläuft, kann es jederzeit wieder zu einem Basilenangriff kommen. Nein, bitte. Ich weiß nichts von irgendwelchen Instrumentennasen. Es soll sich um einen Neuankömmling handeln. Nein, nein, nein! Seine Nase ist gestreift wie die ihre. Ihr müsst mir glauben. Libretta! Halt! Sind Sie eine Instrumentennase? Geben Sie sich zu erkennen. Nein, er ist ganz normal. Ich bin die Flötennase, die ihr sucht. Nein, Libretta. Verhaften. Haben Sie sonst irgendwelche Informationen über Instrumentennasen, die sich in dieser Stadt befinden? Nein. Und wenn hier welche wären, dann wüssten sie, dass sie jetzt fliehen müssten. Libretta. Los, sieh nach, ob du noch mehr findest. Es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zu Conroys Wiedererweckung. Wiedererweckung, was? Es tut mir leid. Oh, Robert. Laura, Laura, Laura. Ich werde dich schon noch zum Reden bringen. Erzähl mir alles, was du über diesen König weißt. Er ist der König der Flötennasen. Er wird uns alle retten und dich zur Strecke bringen. Machen wir es kurz. Ich werde ihn nicht verraten. Du verschwendest hier nur meine Zeit. Aber ich verschwende damit auch deine Zeit. Also mir soll's recht sein. Schieß los. Oh, ich habe gar nicht vor, etwas zu sagen. Ich werde abwarten, bis du etwas sagst. Ich hasse es, wenn sie denken, dass sie clever sind. Okay, das ist anscheinend Emil. Der Brezelpirat. Du musst doch einsehen, dass die Basilen nicht echt sind. Die Basilen sind so echt, wie mein Glaube an Conroy. Aber du hast doch gar keine Beweise. Wenn es beim Glauben um Beweise ginge, dann würde es doch gar nicht Glauben heißen, sondern... Wissen? Genau. Es gibt etwas, das du zu den Basilen wissen musst. Und das wäre... Was haben wir hier? Diplomatie, Provokation. Wir gehen mal diplomatisch vor. Bist du dir denn hundertprozentig sicher? Könnte es nicht vielleicht doch sein, dass die Basilen gar keine Götterwesen waren? Sind! Waren. Und Conroy hat sie bauen lassen. Das ist ausgemachter Unsinn. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du paranoid bist? Heute? Vielleicht ein 12-mal? Okay, wir können wählen. Warte, wir wählen mal das andere, wenn es geht. Was ich dir noch zu den Basilen sagen wollte. Ach, bitte. Diplomatie. Wir
probieren mal mit Provokation. Sie sind nicht echt. Warum will das nicht in deinen stupiden Dickschädel rein? So redest du nicht mit mir. Oh, da hat sich was bewegt. Ich denke, es gibt da ein, zwei Dinge, die du nicht über Conroy weißt. Ich weiß alles über Conroy. Ach ja? Wann wurde er geboren? Im Jahr des Schrofes. Was war seine Lieblingsfarbe? Rosa. Wann hat er die Basilen bauen lassen? Im Jahr des... Ah! Netter Versuch, kleine Lady. Jetzt hör mir mal zu. Was denn noch? Conroy hat sein Leben für unser Land und unsere Sicherheit gegeben. Ich lass dich nicht auf seinem Vermächtnis herumtrampeln. Okay, wir können Diplomatie und Provokation. Wir müssen bestimmt irgendwas mit dem Schrank machen. Dass da irgendwas umfällt und wir dann irgendwie laufen können. Du musst doch aber zugeben, dass er nicht ganz perfekt war. Selbst der größte Staatsmann kann Fehler machen. Ha, siehst du? Aber nicht Conroy. Conroy ist unfehlbar. War. Wird sein. War gewesen sein. Ach, ich bin raus. Ach, Kind, hast du keine Schule besucht? Nein, ich habe unter einer Theaterbühne gelebt und Conroys Niedergang vorbereitet. Klötennasen. Warte, wir probieren wieder. Was ich dir noch zu Conroy sagen wollte. Es gibt nichts, was du sagen kannst, das meine Meinung über ihn irgendwie ändern könnte. Wir müssen echt provozieren. Conroy hat die Basilen bauen lassen, um die Dynastie auszulöschen, die Macht an sich zu reißen und das Volk zu versklaven. Solch einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. Außerdem war er auf Traubenzucker. Eine infame Lüge! Hey, aber was muss hier runterfallen? Warum hasst ihr denn nur die Flötennasen so sehr? Wie könnt ihr so viel Unglück über so viele Leben bringen? Sie waren es, die das Unglück nach Asposien geholt haben. Wir haben in Frieden gelebt, bevor sie Conroy feige ermordet haben. Sie sind von Natur aus böse. Jeder einzelne von ihnen. Glaub mir, Kind, ich weiß es. Du liegst falsch. Du liegst falsch. Okay, der ist richtig wütend. Ja, wir provozieren ihn mal. Du elender Mörder. Oh. Ich frag mich, was in deiner Kindheit schiefgelaufen ist. Wollten die anderen Kinder nicht mit dir spielen? Fühlst du dich besser, jetzt wo du gemeinsam mit anderen auf jemandem herumhacken kannst? Ich warne dich. Mach es nicht noch schlimmer. Ach so. Was willst du machen? Mich ins Gefängnis werfen? Du bist nur ein einsamer Versager, der keine Freunde hat und die Angst der Leute benutzt, um Hass zu schüren. Okay, das bringt gar nichts. Ich brauche eine Pause. So viel Dummheit ist schwer zu ertragen. Ich habe Zeit. Deinen hinterhältigen Flötennasen rennt sie davon. Ob ich wohl ein guter Herrscher bin? Manchmal, in der Nacht, denke ich darüber nach, ob ich wohl auf dem falschen Pfad bin. Ja, das denke ich mir auch. Okay, wir haben hier ein Regal. Die Puppe hat sich bewegt, als das Regal gewackelt hat. Leider immer noch zu weit weg. Ein Basilenstempel. Kann ich damit was in die Luft jagen? Nein? Dann brauche ich das nicht. Lose Diele. Die Dielen sind lose. Kann ich da was machen? Was soll ich damit machen? Ich hätte nicht übel Lust, Emil das Ding an den Kopf zu werfen. Zu kurze Arme. Leider immer noch zu weit weg. Die Käfer kochen.
Ich fühle mich gerade ganz genauso. Ja, aber was machen wir? Sinnlos. Ja, wir haben auch nichts im Inventar. Was soll ich damit machen? Hey, Emil. Vielleicht habe ich dir doch was zu sagen. Ich bin ganz Ohr. Freundin der Flötennasen. Also wir provozieren ihn mal weiter. Was ich dir noch zu Conroy sagen wollte. Es gibt nichts. Warte mal. Conroy hat die Basilen bauen lassen, um die Dynastie auszulöschen, die Macht an sich zu reißen und das Volk zu versklaven. Solch einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. Außerdem war er auf Traubenzucker. Eine infame Lüge! Was ich dir noch zu den Flötennasen sagen wollte... Ja? Wenn du die Flötennasen in den Brunnen wirfst, dann wird auch der Wind für immer verschwinden. Dann hast du nicht nur die Flötennasen auf dem Gewissen, sondern ganz Asposien. Das Einzige, das mich an der Nummer nervt, ist der Fakt, dass ich dir hinterher keine runterhauen kann. Es reicht mir mit dir! Okay, die Puppe geht runter. Was ich dir noch zu den Basilen sagen wollte. Ach, bitte. Ah, ich habe eine Idee. Nee. Was ich dir noch zu Conroy sagen wollte. Es gibt nichts, was du sagen kannst, das meine Meinung über ihn irgendwie ändern könnte. Scheint so, als ob er beim zweiten Mal richtig sauer ist. Conroy hat die Basilen bauen lassen, um die Dynastie auszulöschen, die Macht an sich zu reißen und das Volk zu versklaven. Solch einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. Außerdem war er auf Traubenzucker. Eine infame Lüge! Okay, jetzt kommt Basilen. Was ich dir noch zu den Basilen sagen wollte. Ach, bitte. Sie sind nicht echt. Warum will das nicht in deinen stupiden Dickschädel rein? So redest du nicht mit mir. Warte, können wir den noch mal runter machen? Was ich dir noch zu den Flötennasen sagen wollte... Ja? Wenn du die Flötennasen in den Brunnen wirfst, dann wird auch der Wind für immer verschwinden. Dann hast du nicht nur die Flötennasen auf dem Gewissen, sondern ganz Asposien. Das Einzige, das mich an der Nummer nervt, ist der Fakt, dass ich dir hinterher keine runterhauen kann. Es reicht mir mit dir! Okay, eine sprechende Conroy-Puppe und ein Fanatiker in einem Raum. Das könnte spannend werden. Was? Ich habe gesagt, das war's. Von mir hörst du kein Wort mehr. Glaub mir, meine Liebe. Ich habe alle Termine diese Woche abgesagt, damit ich mich nur auf dich konzentrieren kann. So einfach kommst du hier nicht raus. Ob ich wohl ein guter Herrscher bin? Manchmal, in der Nacht, denke ich darüber nach, ob ich wohl auf dem falschen Pfad bin. Mal sehen, was Conroy dazu zu sagen hat. Bestärkend. Boah, jetzt können wir rumspielen hier. Ein wahrer Herrscher trifft unliebsame Entscheidungen. Je mehr das Volk dich hasst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du ein guter Herrscher bist. Ganz genau. Ich sollte mich zusammenreißen und meine Zweifel runterschlucken.
Ach, aber ich werde niemals so gut aussehen wie er. Bestärkend. Müssen wir den Honig ums Maul schmieren? Die Götter achten nicht auf Äußerlichkeiten. Sie versteinern die Schönen wie die Hässlichen. Jawohl. Den Göttern ist mein Aussehen egal, solange meine Seele rein ist. Keine Sorge. Ich weiß, es dauert lange. Aber ich werde euch zurückholen. Ihr wisst, dass ich euer folgsamster Diener bin. Wahre Hingabe offenbart sich erst im Angesicht wahrer Herausforderung. Ansonsten könnte ja jeder behaupten, dass er Conroy lieben würde. Verdammt! Ich werde beweisen, was in mir steckt. Hey, Wache! Heil Emil? Er sagt, du sollst mich freilassen. Okay. Von wegen... Das hat er gar nicht gesagt. Da falle ich nicht zum sechsten Mal drauf rein. Das merke ich mir. Ihr seid alle auf meiner Liste. Conroy. Emil. Wache 1544. Wache 1543. Wache 5893. Mein Grundschullehrer, Herr Blume. Hallo? Oh, hallo. Bist du meine neue Zellennachbarin? Ich bin Laura. Freut mich, dich kennenzulernen. Also hier ist alles, was du wissen musst. Das untere Bett ist schon meins und wir haben kein Klopapier mehr. Willkommen im Knast. Danke. Warum bist du hier? Ich habe geholfen, Conroy zu ermorden. Gern geschehen. Und du bist Teil der Familie? Ja. Meine kleine Schwester muss hier auch schon irgendwo sein. Wo haben sie dich denn erwischt? In Wollingen. Ich habe Okario Boe dem Dritten geholfen. Okario? Oh mein Gott, Robert. Du hast Robert gefunden. Wo ist er? Wie geht es ihm? Naja, er ist am Leben. Wir wollten eigentlich mit der Seilbahn gemeinsam auf die andere Seite Asposiens fliehen. Dann haben sie mich erwischt. Gott sei Dank ist er am Leben. Ich könnte weinen vor Glück. Witzig, dass du das sagst. Ich könnte weinen vor Angst. Aber du kennst also Okario? Ja, wir sind gemeinsam losgezogen und haben euch in der Dynastie gefunden. Was für eine Ehre, dich kennenzulernen. Die Ehre ist ganz meinerseits. Du bist verwirrend hübsch. Ich meine, Ich muss ihn finden. Okay, viel Glück. Aber ich glaube, das wird schwierig. Ha, keine Sorge. Schwierig ist mein zweiter Vorname. Also kompliziert und schön. Wow. Ich glaube, sie mag die. Draußen gucken. Hier haben wir ein Poster. Klospülung, Klopapier. Conroy-Bibel. Klappe. Da wird immer das Essen geliefert. Sie geht nicht auf. Okay, die Puppe haben wir nicht mehr. Das vermisst eh niemand. Du darfst sie gerne ausleihen, aber bitte leg sie dann wieder zurück. Ach so, das ist ihrs. Wieso schaue ich mir das an? Vielleicht ist dahinter was? Überflüssige Deko. Abflussrohr. Warte mal. Wieso schaue ich mir das an? Das Abflussrohr ist kaputt. Ich überschwemme doch nicht meine eigene Zelle. Warte, das sieht ja aus wie... Hiermit kann ich das Rohr auch nicht abdichten. Oh, mit Klopapier. Saftladen.
Warte. Ja. Hiermit kann ich das Rohr auch nicht abdichten. Ja, was bringt's, wenn wir die Klospülung machen? Klebeband. So viel zu sehen. Klebeband haben wir jetzt. Wird es dann so abdichten? Alles muss man selber machen. Okay, sehr gut. Aber ich würde sagen, wir reden mal mit Loretta nochmal. Aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, euer Crunchy.